Sie haben Fragen zur Steuerung des Thermostats der Heidenfeld Infrarotheizungen? Stellen Sie zunächst fest, welche Version der Fernbedienung Sie haben. Legen Sie Batterien ein und drücken Sie die OK-Taste, um das Display einzuschalten. Drücken Sie die M-Taste. Wenn das Display, wie hier rechts zu sehen, off anzeigt, haben Sie die ältere Version. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice, um ein neues Modell zu erhalten. Wenn nach gedrückter M-Taste im Display die Mode-Optionen blinken, haben Sie die richtige Fernbedienung. Starten Sie die Heizplatte über den Kippschalter. Die rote Funktionsleuchte zeigt Ihnen an, dass die Platte mit dem Thermostat verbunden werden kann. Um die Fernbedienung zu koppeln, drücken Sie gleichzeitig die Plus- und Minus-Tasten. Die grüne LED der Heizplatte und das Zeichen Connected neben der Uhr zeigen an, dass die Kopplung erfolgreich war. Ist die Heizplatte verbunden, können Sie die Zeit einrichten. Halten Sie die M-Taste für 5 Sekunden gedrückt. Wählen Sie zunächst das Zeitformat und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie nun den Wochentag aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Stellen Sie nun die aktuelle Uhrzeit ein. Jetzt können Sie Sommer- oder Winterzeit sowie die Anzeige in Grad Celsius oder Fahrenheit wählen. Nun kann die Heizplatte programmiert werden. Um die Heizzeiträume festzulegen, drücken Sie bei aktivierter Fernbedienung die M-Taste. Am oberen Bildschirmrand wird der Wochentag angezeigt, der gerade bearbeitet wird. Die beiden linken Ziffern stellen den Startzeitpunkt des Heizvorgangs dar, die beiden rechten Ziffern den Endpunkt. Legen Sie die Startzeit mit Plus und Minus fest. Drücken Sie M, um Ihre Eingabe zu bestätigen und den nächsten Tag zu bearbeiten. In unserem Beispiel wählen wir 7 Uhr als Startzeitpunkt. Drücken Sie die OK-Taste, um die Endzeitpunkte festzulegen. In unserem Beispiel wählen wir 15 Uhr als Endzeitpunkt. Haben Sie die Endzeitpunkte festgelegt, drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Nun blinkt die Mode-Anzeige oberhalb der Uhrzeit, was bedeutet, dass sich Ihre Heizplatte zu den gewählten Zeiten ein- und ausschaltet. Sie können die Heizplatte auch manuell beheizen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Mode-Einstellungen zu verwerfen und den manuellen Modus zu aktivieren. Mit OK können Sie die Heizplatte an- und ausschalten. Mit den Plus- und Minus-Tasten können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Heidenfeld Heizplatte.